Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Und wir machen mal weiter mit der Vervollständigung, mit den 100% in die Befreiung der Sklaven. So, nee, Moment. Also ich würde gern Indy mitnehmen. Ach, hätten wir, okay, Indy wäre sowieso dabei gewesen wegen der Peitsche. Ich bin blöd. Einmal kurz Brain AFK, aber so können wir Panzerfaustsoldaten mitnehmen. Was ich auch ziemlich gut finde. Weil ich den besser finde als den Granatentypen. So. Oh, Moment. Natürlich müssen wir erstmal hier die ganzen Sachen reinballern. Ach, da müssen wir hochspringen. Hä? Warum ist... Ja, ganz komisch. Das ist komisch. Ach so, okay. Oh Gott. Natürlich. So. Wir müssen ja noch die, 2 Millionen, das waren jetzt glaube ich 2 Millionen, oder? Für die mal 4 haben. Ups. Voll der Bitch-Slap, ey. So. Ja, wir Indy wieder. Indy ist mir sympathisch. Bauen wir hier die Karre auf. Jo. Nice. Ja, die Stats, die da vorne sind, sind für immer verloren. Da wird man nie wieder drankommen. Warum da auch Stats rauskommen? Ich weiß es nicht. Das ärgert einen nur, wenn man die halt nicht bekommt. Aber es sind ja auch nicht viele, also. Alles gut. Aber mit mal 2, ne, ist schon wieder doppelt so viele. Da macht das schon wieder doppelt so viel aus. So. Machen wir hier alles weg. Sammeln mal ein paar Stats. Ich meine, das gehört dazu. Wir müssen halt noch die 2 Millionen fertig kriegen. Und das ist ja nicht das Einzige. Da kommt ja am Ende noch... ist hier hinten noch was? Oh, aha. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Okay. Da kommt ja noch mal 6 und mal 8, glaube ich. Vielleicht sogar noch mal 10, das weiß ich aber nicht. Weil wir hier halt nicht so viele haben wie, Oh, nö. Moment. Okay. Ich meine, wir verlieren keine Stats, aber... Ich will ja trotzdem da nicht sterben. Oder beziehungsweise da jetzt so... Zeit mit verschwenden. Wir haben den ersten Schatz. Nein, der blaue. Oh. Junge. Was machst du denn da? Da ist noch einer, jawohl. Oh, sind erstmal 4000 wieder, ne? Was ist da oben? Ist da auch was drin? Ach, da komme ich nicht rein. Nö, da sieht auch nicht so aus, als wenn da irgendwas drin wäre. So. Oh ja, wie viel wollten denn hier wieder kommen? Ah, ja, da kommen die nächsten. Kommt noch mehr? Nein. Beruhigend, dass nicht noch mehr kommen. Und da oben sehe ich doch schon. Ach, guck mal, die nächste Schatztruhe. Ach, wir können ja beide nehmen. Machen wir trotzdem hier erstmal die Gegner weg. Ein goldener. Das ist ja mau. Das ist ja richtig mau. Aber was man sagen muss, mit den Stats-Sachen, ich meine, klar, von den anderen Extras, die man kaufen kann, bis auf die mal 2 und so,
ist das auch immer so ein Riesensprung. Aber man findet halt auch echt viele Stats hier in dem Spiel und das macht die Sache halt wieder so ein bisschen fairer. Ah, brauchen wir hier einen weiblichen Charakter. Weil Frauen ja beweglicher und akrobatischer sind. Ja? Anders geht das nicht. So, den blauen, den blauen. Du bist frei, Junge, renn. Gib Gummi. Kommt er da jetzt nicht raus, weil wir selbst jetzt da durch können? Das finde ich interessant. Ich meine, ist irgendwie auch cool gemacht, dass man dann selbst da nochmal hin kann. Und dass der in der Story halt, wo ist der Schwertyp hier? Ja, der kann einfach mehr austeilen, wenn hier Gegner kommen. Aber ich finde, wie gesagt, das ist trotzdem ganz, ganz geil gemacht. Dass man das so macht. Ach, da ist der Kasten. Ja. Den können wir jetzt sogar holen. Ich bin begeistert. Oh, ein Gil. Oh, ein Lilaner. Oh, den. Ja, hm. Ja, hm. Den nehmen wir auch mit. So. Ich meine, hier ist auch noch eine Passage, wo wir wirklich seine Peitsche mal so benutzen müssen. So, das habe ich letztes Mal ganz vergessen, als wir in dem ägyptischen Tempel waren. Danke. Ja, gut. Wir haben ein Backup, Indy. Ne, das habe ich ganz vergessen, als wir bei dem ägyptischen Tempel waren, dass es ja doch noch eine Passage gibt, wo wir Indy benutzen können. Da müssen wir wahrscheinlich erst... Du verarschst mich. Ich hasse euch. Oh Gott, das ist so dämlich. Oh. Ach komm, wie dumm ist das denn bitte? Oh. Da bin ich jetzt ehrlich, das ist hammerdämlich. Das ist hammerdämlich. Naja, gut. Was willst du machen? Nee? Was willst du tun? Wir könnten sogar durchgehen, ohne die zu befreien, oder? Prinzipiell. Aber wäre assi, ne? Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dafür wird es aber irgendwie eine Belohnung oder so geben. Eine Auszeichnung. Irgendwie absolviere das Level Befreiung des Sklaven, ohne einen Sklaven zu befreien. Das ist ein Scheiß. Ach, das brauchen wir doch gar nicht, den Schraubenschlüssel. Okay. Wenigstens schlägt er noch weiter mit seiner Schaufel ein. Na, guck mal, da ist die. Da ist er auch weg. Ach, gut, die ist zumindest nicht ganz weg. Ja, ist schon mal beruhigend. Das ist schon mal etwas beruhigend. Wir müssen den Scheiß hier mit der Kiste zumindest nicht nochmal machen. So. Oh, es stockt wieder. Warten wir mal kurz, bis die drei Stocker um sind. Das ist mir sonst hier zu riskant. Hör mal, das ist mir zu riskant. Ich finde übrigens den Abstand ziemlich krass gewählt. Vor allem, wenn er hier seine komische Drecks Drehbewegung da macht und denkt, der wäre es total, aber ist er nicht. Weil er einfach dann runterfällt. Ne, ein bisschen. Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber man, ne, ich denke mir immer so, das Spiel ist ja auch für Kinder ab 6 oder so. Okay, das war dämlich. Vielleicht ist das Spiel ja doch für meine... Oh Gott, das war dämlich.
Ich habe nur gedacht, ich versuch's mal, aber ist nicht gut. Ne, aber das Spiel ist ja für Kiddies ab 6 oder so, ne? Ich meine, stellt euch mal vor, wie frustriert ein Kind ist, wenn das hier die ganze Zeit versucht, die Kiste zu nehmen. Halt, also es gibt bestimmt viele Kinder, die das direkt checken. Ich will das jetzt nicht unterstellen, dass Kinder doof sind. Das sind sie nicht, ne? Haben vielleicht eine andere Denkweise, sind aber nicht doof. Aber viele würden es jetzt, sag ich mal, probieren, indem sie da immer sich so richtig nah am Rand stellen. Weil sie dann denken, oh, vielleicht noch, ne, weit genug weg. Also, ne, die sind zu weit weg oder so. Und, wie frustriert das sein muss, wenn die dann immer runterfallen, wenn er seine komische Drehbewegung dann macht und die Kiste dann auch gleichzeitig mit weg ist. So, die haben wir. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt noch gewartet habe. Moment. Ach, er macht es doch. Schön. Aber wir holen hier trotzdem erstmal unsere... Dann kann man da oben drauf. Das sieht so aus, als könnte man da oben drauf, ne? Aber kann man nicht. Schade. Wäre lustig gewesen, wenn man da einfach so drauf gekonnt hätte. Oh nein, nicht die. Schaufel ja. Schraubenschlüssel, nein. So. Kommen da noch mehr? Anscheinend nicht. Ich hoffe zumindest, dass da nicht noch mehr kommen. Ist eigentlich ganz entspannt hier zurückzulaufen, ohne dass da Gegner sind. Ach, warte mal, das können wir... Obwohl, könnten wir uns schenken? Ich werde das Dynamit da jetzt auch nicht unbedingt hinwerfen, aber ich möchte da schon gerne hoch. Ach. Bleib doch da drauf stehen. Weißt du was? Machen wir es so. Dann eben so. Hä? Was ist das denn gewesen? Wie hat denn der sich jetzt selbst abgeschossen, Alter, Junge? Oh Gott, das war ja dämlich. Nein! Nicht aufs Kind, Mann! Was seid ihr für Menschen? Ah. Weg mit euch. Ist ja unverschämt hier. So. Was brauchen wir denn eigentlich noch? 3 Stück? Was kriegen wir hier? Ich glaube, 2 Stück. Ne, 3 Stück. Okay. Zumindest laut Pfeilen. Sind es noch 3? Unter anderem einer da. Okay. So, hier war... Oh, hier konnten wir auch nicht hin. Glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ne, hier kommen wir nicht hin. Jetzt bin ich mir da sicher, dass wir hier nicht hin konnten. Mal gucken, was uns da erwartet. Ach! Ja, haben wir alle Star Wars Easter Eggs gefunden. Ne? Prinzessin Leia jetzt noch in ihrer Zelle. Ja, nice. Schön. Schön, schön. Ach, da müssen wir dran. Jetzt frage ich mich, habe ich irgendwo eine Schatztruhe vergessen? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also, keine Ahnung. So. Aber geil, dann haben wir jetzt alle Star Wars Easter Eggs schon mal gesammelt. Das ist schon mal... Auch wieder ein Schritt in Richtung 100%. Oh, es stockt. Ja, warten wir die 3 Stocker ab. Diese üblichen, ich weiß immer noch nicht, woran das liegt. Ich habe zu diesen Stockern auch noch nichts gefunden. Es soll wohl nur unter Windows 10 sein. Ja, diesen Sprung hat man ja, habe ich ja gezeigt am Anfang, wie der gefixt wird. Also, dass man auch springen kann. Was für nein? Bist du krank? Ach, weil wir den Sklaven genommen haben. Die dürfen da nicht ran, ne? Stimmt, stimmt. Stimmt. Ich bin doof.
Ja, heißt doch Sklave, oder? Ja, Sklavenkind. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Namen nicht gegeben. Steht da schon. So, wollen wir die natürlich befreien. Aber wir sind auch noch nicht am Ende, sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal bitte... Danke. Oh, nice. So, da oben müssen wir auch dran. Bringen wir das erstmal hier zum... Danke. Erst zum Generator. Na, hä, wie feige. Eine Frau schlagen, dann noch von hinten, während sie was trägt, Alter. Also, ehrlich, Jungs, ne? Geht besser. Das geht ja, ne? Oh Gott. Weg. Guck mal. Die macht euch dann auch noch fertig. So. Warum habe ich den denn nicht, frei... Den hätte ich doch locker holen können, oder? Ich bin doof. Ich bin doof. Das hätte ich locker haben können beim ersten... Also bei der Story schon. So. Jetzt brauchen wir dich. Danke. So, ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommt, aber ich glaube, ich beende jetzt... Also, ich beende das Level jetzt einfach mal straight, wie man es beenden muss. So. Aber ohne jetzt so viele Stats einzusammeln. Naja. So. Gut, jetzt müssen wir ihn da oben fertig machen, ne? Da kommen wir doch auch so rüber, oder? Ja, aber natürlich. Junge, hör auf, deinen Kollegen da zu heilen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Level so ein bisschen broke, indem ich das hier mache. Aber gut, dass mir einer anzeigt, wenn er online ist. Und dann noch so laut, Alter. Uff. Junge. Ich werde einfach angerufen hier. Was ist da los? Ja, ja. Ja! Schreib dir gleich zurück, Mensch. Ich nehme gerade auf. So. Wir müssen... Ah, jetzt bin ich hier raus. Los, weg, weg. Der springt doch jetzt hier rüber. Ach nee, da kommt der Scheiß. Ach, wir müssen ja hier... Da war was, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich müsste von hier aber auch hinkommen, wenn ich jetzt einfach die Olle nehme, oder? Moment, Moment, nein, nein, ganz knapp. Ginge das, wenn ich hier den Totenkopf ausgrab? Kann ich mich da draufstellen? Und dann von da aus hochspringen? Ja, jetzt will ich mal gucken, ob man hier abkürzen könnte. Ah, schade, bestimmt. Da gibt es bestimmt Mechaniken hier, die das Spiel, oder... Oh Gott. Schieb. Ach, ist schon zu Ende. Okay. Nichts für ungut. Dann halt nicht. So. Gibt bestimmt Mechaniken, die so Speedrunner oder so benutzen. Womit man da bestimmt easy hochkommt. So. Aber die Mechanik kenne ich leider nicht. Lassen wir jetzt mal die Stats da beiseite. So, der ist jetzt weg, oder? Genau. Na, ich kann nicht wechseln. Oh, ich bin schwer zu weit weg, ne? Ja. Geht das so? Nein, wir müssen das also mit dem Dynamitschiss machen. Gut, dass das Dynamit so gut trifft, wa? Ey, ich sehe gerade,
Nee, ich sehe nicht gerade. Ging doch nicht. So, jetzt aber. Was? Oh, er wird nichts abgezogen. Es wird einfach nichts abgezogen. So, jetzt aber. Und noch ein. Ah, komm, wisst ihr was? Ich habe mich doch gerade mal umentschieden. Warum hatten wir nur noch 100? Warum haben wir jetzt nur noch 197.000? Wir hatten noch 198. Ich habe mich nicht verguckt, ich bin mir ganz sicher. Aber egal. Denn ich wollte die 200.000 noch voll machen. Oh, er trifft wieder nicht. Jetzt aber, ne? Danke. Charaktersteine. Ach, dann verlieren die Gegner auch. Das ist gut. So viele Level, wie es gibt, wo sie einfach nur Gegner-Bashing betreiben. Hm. Und was für ein Artefakt haben wir bekommen? Einen komischen Dino. Okay. Aber ich meine, aus wenig Steinen kommt man was zusammenzimmern, ne, was schon sehr, also was man erkennt. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. So Mini-Builds. So, Haupthalle. Ich habe nämlich jetzt eine Ahnung, was noch freigeschaltet wurde. Ja, Han Solo. Als Special-Charakter. Ich sehe gerade, in seinem Smoking anscheinend. In seinem Smoking anscheinend. Ja, ich habe mich gerade vertan mit dem Showdown in Shanghai-Level. Um Gottes Willen. Ja, Han Solo im Smoking. Wer kennt es nicht? Oh Gott. Brain AFK wieder hier, ey. Uff. Also, die 2 Millionen haben wir noch nicht. Kriegen wir aber. 100.000 Charaktersteine. Na gut, das ist auch ein ordentliches Sümmchen gewesen. Aber wir haben sie. Und darauf kommt es ja am Ende an. Und wir gucken uns natürlich noch das Artefakt an. Ich meine, wir haben Han Solo freigeschaltet, Mann. Das ist auch schon mal so eine Sache. Die kann man mal so machen. Und die wird uns wahrscheinlich auch in den Prozenten gut weiterbringen. Ich wünschte, man könnte seine Prozente irgendwo sehen, aber ich habe noch nicht gesehen, wo, oder ich habe sie wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Sklavenrelik. So, mal gucken. Ich kann ja am besten auf Thumbnail. Ja, ein bisschen groß. Füße sind abgeschnitten, ich mach's so. Perfekt. Der Kopf sieht halt ein bisschen komisch aus. Den hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Aber alles in allem, erkennt's. Finde ich gut. Ja. Dann, ist nicht mehr viel, ne? Ist nicht mehr viel. Ja. Dann würde ich aber auch mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.